Wir haben den Freitag, den 1.9.2017. Es ist 1:27 Uhr, ja, ist noch früh, ja. Die Nacht ist noch jung. Und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 733 Abonnenten, liebe Leute, und 118.200 noch was Klicks, sowas, ja. Ja, ey, wieder, was soll ich jetzt anfangen? Also, wo soll ich anfangen? Ja, so viel zu erzählen. Ja, was soll ich sagen? Ich mache jetzt einfach Schluss, fertig, ja. Spaß. Ja, ich habe gerade eine Hausarbeit geschrieben, ja. Also so, ich muss da noch so einen Scheißdreck für die Uni abgeben. Nervt mich nur noch, geht mir auf die Nerven. Ich habe das jetzt so geschrieben, fertig gemacht, jetzt gerade abgeschickt. Ja, und dann hat mich so eine Nachricht erreicht, ja. Ich wurde informiert, liebe Leute. Ja, der gute Herr Endless Pain All, ja. Er hat Geburtstag, ja. Diese Folge dreht sich nur um ihn, ja. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu Ihrem Geburtstag, mein lieber alter guter Freund, ja. Jetzt nicht, dass ihr auf die Idee kommt, ihr Volltrottel, ja, dass ihr mir jetzt alle schreibt, wenn ihr Geburtstag habt und denkt, ich mache euch jetzt eine eigene Folge. Übertreibt mal nicht eure Rolle, ja. Chillt mal euer Leben, ja. Ruhe jetzt, ja. Es ist der Endless Pain All, der kriegt das jetzt, ja. Weil er war auch schon hier, als hier noch nicht so viel ging, hier mäßig so von Anfang an, ja. Hat sehr, sehr viel gemacht hier und ich kenne ihn persönlich, habe ich kennengelernt, ja. Ich habe mich mal mit ihm getroffen und sehr, sehr netter junger Mann, ja. Frauen, wenn ihr, er ist frei, ich weiß das aus guter Quelle, ja. Alle Frauen schreiben mir, es ist ein Supermann, ja, super, wirklich, der macht euch glücklich, ja. Schreibt mir, ich mache ihn euch fett, ja. So, ja, Headless Pain All, ich wünsche Ihnen alles Gute zum Geburtstag, es ist wunderbar. Ich weiß, dass Sie jetzt um diese Uhrzeit wahrscheinlich schon irgendwo besoffen in San Diego rumliegen, ja. Ich habe gerade noch mit Ihnen kommuniziert, ja. Ach so, ich soll noch eine Sache sagen, ja. Sie haben mich gebeten, ja, dass ich hier eine Sache ausrichte, ja, und zwar, an einen gewissen Herrn Arnes. Arnes, ja. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Arnes, ja. Erstens sei froh, ja, dass in deinem Namen der dritte Buchstabe kein U ist, ja. Sei froh, ja. Sag danke. Und hier, des Weiteren, ja. Wie kann es sein, dass sie dem guten Herrn des Pain All nicht glauben, ja, dass er den König persönlich kennt, ja. Ich habe gehört, sie glauben mir nicht, ja. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Schön in die Ecke mit ihnen, gucken sie die Wand an, ja. Und ich soll ihnen sagen, ja, der Herr des Pain All hat mir gesagt, ich soll ihnen ausrichten, sie haben eine. Ich wusste nicht, wie das Wort heißt, ja, wie man es ausspricht, ja, was es ist. Da habe ich den Endless Pain All gefragt, da hat er mir geantwortet, warte, wir machen jetzt einfach mal hier. Domusianische, Domusianische, so wird's ausgesprochen. Also, ja, Sie haben eine, Herr Arnes, ja, das geht an Sie, Sie haben eine domusianische Nase. Es ist ein wunderbares Wort, ja. Ich hätte das so gerne in den Text gebracht, in dem Lied domusianisch, ja. Ich habe dann auch per Endless Panel gefragt, was das heißt. Er hat gesagt, das kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so wie du musst deinen Freunden mehr glauben, du Schweinenase, ja, sowas in der Art, sagt er. Ja, auf jeden Fall, Herr Arnes, ja, Sie wissen Bescheid. Sie haben eine domusianische Nase, ja. So, ja. Herr Endless Pain All, Sie haben Geburtstag, ja, das ist eine wunderbare Sache. Und ich möchte dann auch hier auf ein Thema eingehen, was Sie auch betrifft hier, ja, weil Sie schreiben mir hier das immer wieder und immer wieder, Sie kleinen Nervensäge, ja, schreiben mir hier das, erzählen Sie doch mal eine Horrorgeschichte, erzählen Sie doch mal mit Tinder-Geschichten, erzählen Sie so, dann komm, erzählen Sie Geistergeschichten, Geister, was haben Sie mit Ihren Geistern? Mit Ihren Gruselmusel da, was ist das, ja? Und mit Ihren Tinder und hin und her und ja, Sie meinen, Sie vermissen das hin und her, so, ja, okay, ich hab's verstanden, mein lieber Herr Endless Pain All, ja, was soll ich Ihnen erzählen, ja, was soll ich Ihnen erzählen? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wie es ist, ja? Ich mache gerade hier die ganze Zeit viel zu tun, hin und her, bla bla bla. Und alles, was ich Ihnen erzähle, das ist halt, wenn ich Ihnen gerade aus meinem Leben erzähle, dann heißt es so, ich schneide hier ein Video, ich filme dort etwas, ich produziere hier das, ich mache das dort, ich habe dort ein Projekt, ich mache das. Ist nicht so interessant, ja? Und alles, was ich Ihnen bis jetzt erzählt habe, ja, diese ganzen Tinder-Geschichten, diese, was weiß ich, was ich hier so alles erzählt habe, das ist mir passiert, ja? Und wenn mir was passiert, dann erzähle ich das auch so. Aber ich. Soll ich hier sitzen? So wirklich, jetzt so Frage an alle. Soll ich hier sitzen, mir irgendeine Geschichte ausdenken von, oh, da ist eine Tinder-Bitch gekommen, ich habe das mit dem. Soll ich mir was ausdenken? Ist doch nicht, ich hasse sowas, ja. Ich lieber, also wenn mir was passiert, ja, erzähle ich es. Erzähle ich es ihnen, dann,
falls da so irgendwie, ja, wieder mit so Tinder, Minder und so, klar, ist doch kein Thema, ja, dann, so, aber ich kann hier nicht sitzen, oder nein, ich kann schon, ja, aber ich möchte hier nicht sitzen und mir irgendwelche Geschichten ausdenken, weil, macht mir keinen, also, so, ist nicht so meine Art, ja, wenn, ich hasse diese Verlachsen, Maxen, euch irgendwas erzählen, so, deswegen, ja, ey, wenn es hier jemandem zu langweilig wird oder so, das ist, ja, dann geh weg, geht so, was weiß ich wem, ja, nicht sie, hält das Penal, ich mag sie doch, bleiben sie hier bitte, ja, aber dennoch, ja, also, bitte hier, diese, kommt mir nicht an mit diese, mach mehr diese, ey, wenn passiert, dann passiert, dann erzähle ich euch auch eine Geschichte, wenn ich was erlebe, ja, oder wenn ich es in meinem Umfeld mitbekomme oder was weiß ich, so, ja, aber wenn mir nichts passiert, dann erzähle ich ihnen nichts, ja, dann, was soll ich ihnen erzählen, ja, ich kann Ihnen erzählen, ja, ich wurde jetzt Tipico-Partner. Ich bin jetzt Affiliate-Partner geworden und habe irgendwie Probleme mit meinem Account hier. Ihr wisst jetzt Bescheid, ihr müsst jetzt alle eure Tipico-Accounts löschen, weil ihr kriegt jetzt bald einen Link von mir und dann meldet ihr euch neu an. Das ist ja wohl klar, ja. Aber irgendwie gibt es hier noch Probleme. Ich bin es auf jeden Fall jetzt irgendwie. Aber noch ist. Deswegen habe ich noch keine Ansage gemacht, ja. So, das ist jetzt mein Leben gerade, was ich so mit. Soll ich das erzählen? Ja, ist auch nicht schön, ja. Dann erzählen wir mal andere Dinge, ja. Egal. Aber weil sie heute Geburtstag haben, Herr Endless Panel, ja. Sie wissen ja, das habe ich Ihnen, glaube ich, erzählt, oder ich habe es Ihnen schon mal erzählt, ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, warum Sie auf diese Gruselgeschichten so stehen, ja. Sie haben mir mal erzählt, Sie gucken sich die ganze Zeit diese Grusel, Musel, was weiß ich, gibt irgendwelche YouTuber, die machen nur so Gruselscheiß, keine Ahnung, was es da gibt, ja. Und, Sie erzählen immer, bitte, bitte, Herr König, erzählen Sie mir eine Geistergeschichte, eine Gruselgeschichte, so. Was für Geister und Gruselgeschichte, was soll ich Ihnen erzählen, ja. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, ja. Das geht mal gar nicht bei mir. Ja, diese Geister und Grusel, das ist mal gar nicht hier mein Metier. Das ist gar nicht schön für mich, weil ich habe zu viel Fantasie. Ich bin geistig behindert im Kopf und ich kann sowas nicht. Ich kann das nicht, ja. Ich habe letztens, ich weiß nicht, vor einem Jahr versucht, diese American Horror Story zu gucken, weil ich ja voller Serien-Junkie bin und dann wollte ich das auch mal gucken, weil alle sagen, ist voll gut. Ich habe wirklich im Sommer um 14 Uhr nachmittags helllichte Tageslicht, ja, 14 Uhr angefangen, diese American Horror Story, erste Folge, ich habe 20 Minuten durchgehalten, da bin ich durchgedreht, habe Laptop fast aus dem Fenster geschmissen vor Angst und habe gesagt, nie wieder, ja. Und davor war das auch so, ja. Ich mache kurz die Kamera raus, nicht, dass die ausgeht, warte, so. So, ist wieder an. Ja, ist wieder an. So, ja. Jedenfalls, ich kann diese Horror-Morror nicht und so. Und, was soll ich denn Geistergeschichten erzählen? Ich habe noch keine Geister gesehen oder erlebt oder sowas, ja. Ich kann, ja, ich möchte jetzt aber auch was Gutes tun und ich kann Ihnen jetzt höchstens mal eine Geschichte erzählen, wie das war bei mir. Als ich Paranormal Activity sehen musste, ich wurde gezwungen, ja, es ist keine Geistergeschichte oder so, das ist die einzige Geschichte, was ich Ihnen erzählen kann, ja. Ja, ich war, ja, das war so, als er rauskam, keine Ahnung, wie viele Jahre das schon her ist. Und, ja, ich kann das halt nicht, ich gucke keine Geistergeschichten, ich habe zu viel Angst vor diese Geister und so, weil, ey, die können mir erzählen, was die wollen, ja, es gibt keine Geister, ich glaube denen kein Wort, glaube ich denen, ja, wirklich, ich glaube denen Scheißdreck, ja, können die mir, kann mir jemand beweisen, dass es keine Geister gibt oder Monster oder Dämonen oder, was weiß ich, andere, ja. Ich glaube das nicht, ja. Und lacht mich ruhig aus, mir scheißegal, ich lache euch zurück aus eines Tages, wenn die Geister euch alle zerrobben kommen, ja. Aber egal. Ja, jedenfalls, ich war bei einer Dame, ja. Ich war bei einer Dame zu Hause und ja, das war, sie war gutes Material, ja, definitiv. Und ja, dann ist so, ja, was macht man da halt so, ja. Ich will mit dir unbedingt einen Film gucken. Was für ein Film, so, ja, diese Paranormal Activity, ich so, was, ich guck diese Scheiße nicht, ja, aber die hatte zwei dicke, runde Argumente, habe ich gesagt, ja, okay, na gut, ich mache alles, was du willst, ja, und dann saß ich da halt so, und das war halt so, ja, ich wusste, dass diese Dame das irgendwie da so weniger Angst hat als ich vor sowas, und wie erkläre ich Ihnen das so, wir waren hier auf dem Sofa, ja, ich saß hier, sie saß hier, so quasi da, wo jetzt die Kamera ist, war Fernseher, so ein bisschen weiter. Und hier links war so der Gang, so in ihrer Wohnung, ja, hinten. Und mitten im Gang war so diese, wie heißt es, Ständer da, wo Jacken hängen und so. Ja, ist ja Kleiderständer, sag mal noch, Kleiderständer, ja, bin ich behindert? Ja, hängen so Kleider und so. Und ja, schon creepy des Grauens, Alter. Schon ohne Horrorfilm hätte ich Angst, da durchzulaufen. Ja, hängen einfach so ein Dings, Alter. Stell dir mal vor, läufst du durch, auf einmal macht der so, ja, schnappt er so nach dir. Ja, jedenfalls, ich sitze auf Couch, ja. Okay, Film fängt an, ja, und dann ist ja klar, dass ich mich, ich muss ja vor ihr auf krass machen, Gangster und so, ja, ich darf nicht so Angst zeigen und so, ja, ich habe schon gesagt, ich möchte es nicht gucken, weil ich fühle mich nicht so wohl dabei, ja, aber ich hab gesagt, wir gucken, okay, ja, muss ich schon wenigstens beim Film jetzt auf Eier zeigen, ja, okay, ich sitze so quasi da,
Ich habe schon komplett vergessen, dass ich da wegen ihren zwei runden Argumenten, ja. Ich wollte nur noch diesen Film überleben, ja. Ich saß so da auf Couch und habe mich so auf Film konzentriert, weil ich wusste, okay, ich darf mich nicht erschrecken für irgendwelche Schockmomenten oder was da passiert, ja. So, aber gleichzeitig, ich bin ja nicht dumm, ja. Ich weiß ganz genau, dass die so nur drauf wartet, so von der Seite zu kommen, um mich zu erschrecken, ja. Deswegen, ich bin so multi-untasking-fähig wie ein Besen, ja. Aber ich hab diesen Film so und dann mit einem Auge wie so, wie ein Dings, wir wissen alle, ja, Karl Dahl-Style so geguckt, so, dass die mich nicht erschreckt, so. Und okay, meine komplette Aufmerksamkeit war so, aber dann so ab und zu wandert auch mein Blick so in den Flur. Das heißt, hier, Film, da, Frau und im Flur diese Jacken. Ey, wer weiß, vielleicht fängt diese Jacke an zu laufen und greift mich an. Ich muss aufpassen, ich muss auf alles gewappnet sein, ja. Okay, und dann sitzt du da, ja, so richtig Psychoterror. Weißt du, wie krass es ist? Konzentrier dich mal auf so drei Hardcore-Sachen, die dein Leben beenden wollen, ja. Du sitzt so da, guckst so die ganze Zeit so, ey, anstrengend des Grauens, sag ich, ja. Ich war den halben Film, ey, der hat mich gefickt, ich hatte Angst des Grauens. Ja, tut mir leid, ihr alle finden diesen Film peinlich und nicht krass. Für mich war das einfach das Schlimmste, was ich je machen musste. Und ich saß so da und hab mich dann halt so voll, also konzentriert, einfach voll hart, nicht zu schreien, nicht gar nichts und so, ja. War die ganze Zeit auf sie fixiert, auf den Film, auf die Jacken und so. Und dann kam es, dann ist etwas passiert, ja. Ich habe mit einer Sache nicht gerechnet, ja. Es ist halt eine Frau, ja, die wohnt alleine, ja, so mäßig, ja, Frauen, so schöne Wohnung, aufgeräumt, alles sauber, ja, nicht so wie bei mir hier, Dresden nach dem Krieg ist hier, auch Dresden, ich war, ach, scheiße. Jedenfalls, grad, so, alles super, ja. Die hatte, also, ich wiederhole, hier ist der Fernseher, hier ich, hier Frau, also hier neben mir und da diese Jacken mit Flur, ja. Und die hatte hier oben so, so einen Meter über uns, oder zwei Meter, keine Ahnung, hatte sie so ein scheiß Duftspray. Kennt ihr diese, die einfach so mitten, also ich jede Stunde so machen, so das Raum duftet und so, ja. Puh, ey, damit habe ich nicht gerechnet, ja. Also ich die ganze Zeit so voll auf Paranoia-Fläche hin und her und auf einmal, der Film ist auch gerade so voll, die gucken so, wo ist dieser Geist und so, ja, auf einmal über meinem Kopf so. Ey, ich bin so aufgesprungen, ich habe so einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ey, okay, ich sag's jetzt offen, ne, ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich habe so gezittert, ich habe so geschrien, was ist das? Und die hat mich so, die lacht sich so tot, das ist Dings, Duft. Ja, halt dein Maul, Duft, was so Duft und so. Ich kannte sowas eigentlich, ich wusste, dass sowas existiert, aber ich hab's gar nicht gepeilt, dass es in ihrer Wohnung ist, ja. Ey, das war zu krass, weißt du, du bist wirklich am Arsch, guckst immer nach vorne, guckst nach da und auf einmal kommt das so über deinen Kopf und so, bei diesem ekelhaften Bastardfilm, ja, das war zu krass, ja. Okay, ja, dann irgendwie eine Stunde später hat die mich halt beruhigt so und dann ist okay, sie hat mich beruhigt, sagen wir es mal so, ja. Aber okay, jedenfalls, okay, zu dem Zeitpunkt war ich sturmfrei, ich war alleine zu Hause, ja, und ich komme nach Hause, mein Hund ist zu Hause. So, ja, also nachdem die mich da ein bisschen abgelenkt hat nach dem Film, das eigentlich also alles wieder gut gemacht hat, ja, was sie mit ihrem Film da seelischen Schaden da angerichtet hat, ja, kam ich nach Hause und und dann so, ja, erstmal alles vergessen, aber dann, sobald du alleine in dein Haus bist, so, weißt du, so, und dann alles noch okay, Hund ist da, ich gehe noch mit Hund raus, so, das war schon creepy so, weil nachts ist eh immer creepy so, aber okay, alles so, gemacht, und dann liegst du so im Bett, und dann kommt es, ja. Und dann liegst du so im Bett und hast einfach, ich hab so einfach Angst, meine Augen zuzumachen. So, weil, hey, hallo? Ey, wie krass ist denn das? Weißt du, du schläfst und wer weiß, was in deinem Zimmer abgeht, wenn du schläfst, ja? Das hat meinen Kopf gefickt, dieser Gedanke. Und, ich lag dann so die ganze Zeit da und hatte Angst, die Augen zuzumachen. So richtig Paranoia, manchmal mach die Augen zu, machst sie wieder auf und hab voll Paranoia. Mein Hund war neben mir im Bett, weil da schläft der so voll auf bei mir und so. Okay, irgendwann, ich weiß, ich bin dann so wahrscheinlich eingepennt. Irgendwann wach ich so auf, hab wahrscheinlich nicht lange geschlafen und ich, ja okay, das war krass, und dann sitzt so mein Hund, so, also ich schlaf hier so am Kopf des Bettes und er sitzt am Fuß, ja, sitzt aber so richtig so und guckt einfach so die Wand an. Ja, was soll ich sagen, das war schon so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, verdammte Scheiße, was ist hier los, ja, leider kann ich meinen Hund nicht fragen, ich hab's probiert, wirklich, ich weiß, dass er nicht reden kann, ich habe alles versucht, damit er redet, aber er wollte, er redet halt nicht. Willst du mich verarschen? Ich gucke so einen Film, so einen ekelhaften Film, der mein Leben gefickt hat, ja, ich konnte 3 Wochen nicht mal schlafen nach diesem Film, dann passiert das, ich habe Angst einzuschlafen, penne irgendwie ein, wache auf, weil ich pissen muss, so, und dann sitzt einfach mein Hund am Fuß des Bettes, aber er liegt nicht, er sitzt so richtig krass und guckt einfach die Wand an, ja, und nicht direkt vor ihm die Wand, sondern die hier, also mein Bett ist da und er guckt quasi hier hin, so, also über den ganzen Raum und
so ein Starre und er ist wach. Er ist wach und er guckt. Okay, das ist krass, ja. Bis ich erstmal darauf klar gekommen bin und Terror des Grauens, ja. Da musste ich aber pissen gehen, ja. Ich war alleine zu Hause und Licht ist aus, überall dunkel. Ja, und dann passiert es halt. Das passiert dann, das ist dann die Reaktion, die Nebenwirkung, wenn ich so einen Horrorfilm gucke, ja, dann ist es, hört auf zu lachen, es ist einfach die Wahrheit, ja. Das erste, was ich mache mit Handy, ja, mache ich diese Taschenlampe an in meinem eigenen Zimmer. Dann nehme ich so irgendwie, ich will mein Bett nicht verlassen aus Angst, ja. Ich habe mich dann so richtig krass vorgebeugt, bis ich so einen Lichtschalter erreichen kann, so richtig Yoga gemacht. Habe dann erstmal Licht in mein Zimmer angemacht, okay. Dann habe ich die Tür aufgemacht, habe Licht im Flur angemacht, ja, gehe 3 Schritte weiter, habe Licht noch in dem Zimmer angemacht, Licht noch im Treppenhaus angemacht und dann Licht im Bad angemacht, ja. Und dann bin ich ins Bad gegangen, so. Aus dem Bad, ja, denkt ihr, ich habe das Licht wieder ausgemacht? Nein, ich bin aus dem Bad gerannt. Weil in dem Augenblick, wo ich das Bad verlassen habe, hatte ich so ein Flash, dass jemand hinter mir steht, dann bin ich in mein Zimmer wieder gerannt, in mein Bett gesprungen, ja. Was soll ich euch sagen, ist halt einfach so. Deswegen gucke ich einen Horrorfilm, ich verrate das nicht. Ja, und dann lag ich halt im Bett und es war so, ich weiß nicht, 3 Uhr, 4 Uhr mittlerweile oder so. Und ja, der Film hat mein Leben gefickt, ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte einfach Angst, ja. Dass einfach jetzt, wenn ich hier irgendwo hier so ein, was weiß ich, obdachloser Pennergeist in meinem Zimmer rumgammelt und was weiß ich, meine Füße kitzelt, wenn ich schlafe und das gefällt mir gar nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, scheiß drauf, es ist jetzt 4 Uhr nachts, so, schlafen jetzt, nee. Habe ich halt überall im Haus Licht war eh an, sowieso. Und dann habe ich gesagt, nö, jetzt rauche ich halt 3 Schichten erst, bis der Tag irgendwie beginnt. Und dann habe ich halt andere Dinge gemacht. Da war ich natürlich voll im Arsch am Tag und, aber das ging dann so 2 Wochen weiter, ja. Also, ich habe dann irgendwie tagsüber so, irgendwie bin ich weggeknickt, so, ein bisschen gepennt und nachts war Krise, ja, weil es... Ohne Witz, ja. Paranormal Activity hat mein Leben gefickt. Ich konnte danach nicht mehr schlafen und ich kriege auch richtig Gänsehaut gerade, wenn ich daran denke, wie ich da aufgewacht bin und mein Hund guckt einfach die Wand an, so, ja. Das war krass, ja. Ey, okay, das ist halt so. Es ist jetzt meine krasseste Geistergeschichte. Tut mir leid, dass ich in keine, da wie ich wirklich von Alien-Monstern, Dämonen entführt wurde und gefoltert wurde und sowas erzählen kann, ja. Aber das war jetzt so eine Geistergeschichte, die mir passiert ist, ja. Also meine krasseste. Und seitdem versuche ich keine Horrorfilme zu gucken, aber wie ich euch erklärt habe vor einiger Zeit, ja, ich habe hier wieder so eine, ja, der König hat ja so wieder so... Ja, hat sich ja mit der Dame getroffen letztens, ja, und dann hat sich ja noch eins mal mit der Dame getroffen, ja, und die ist auch Horrorfilm-Freak, ja, und ich wurde letztens auch gezwungen, Annabelle zu gucken, ja, kennt ihr diese Handpuppe da? Okay, ich muss sagen, ganz ehrlich, Alter, ich bin zwar eine Pussy, aber ich bin kein Vollidiot, ja, dieser Film war ja, okay, die eine Szene da mit diesem Aufzug war ekelhaft, so, wo die einfach wegfahren will und die kann nicht, der geht immer wieder auf, das war schon krass, das hat mir auch mein Leben gefickt, bisschen so, aber ansonsten, der Film war billig, ja, so billig, ja, aber ich habe jetzt schon letztens mitbekommen, dass ich nächste Woche wahrscheinlich gezwungen werde, diese Considios, oder wie heißt dieses Konstitut da? Diese eine, Considios, Minus, keine Ahnung, wie es heißt, ich muss es gucken, ja. Oder war das Conjuring oder Considios, oder gibt es Insidious? Irgendwie sowas, ich habe keine Ahnung, ich werde gezwungen, das zu gucken. Ich weiß, das wird meiner Seele nicht gut tun, aber gut, ja, das hat seine Font. Hat seine Nach- und Vorteile, wollte ich sagen. So, ja. Jedenfalls, liebe Leute, ja, Herr Endless Penal, ich wünsche noch alles Gute zum Geburtstag. Ich habe mich gerade wieder verbabbelt, schon fast eingepennt beim Reden. Aber ey, ja, genießen Sie Ihren Tag, ja, haben Sie einen schönen Alkoholrausch, ja, und machen Sie es. Ich weiß, Sie sind mit Frauen unterwegs. Ich hoffe, Sie machen heute 4-mal etwas Gutes mit diesen Frauen, ja. Etwas Wunderbares, ja, etwas sehr entspannendes im Nachhinein, ja, etwas, zeugen Sie eine Familie mit denen, ja, mit allen 4. Alles wird gut, Herr Endless Panel, ja, Sie sind der Beste, Herr Arnes, ja, Sie haben eine Domino-Nase. Was hat er gesagt vorhin? Domino, Momi, irgendwas mit Nase, ja. Soll ich ihn ausrichten, ja, glauben Sie ihm, ich kenne den Herrn Endless Panel persönlich, sehr, sehr guter Mensch. Diese Folge waren Sie, ich habe zu viel gelabert, ja, aber das wird gut, Leute. Ciao.